60 Minuten mit heute mit Banjo-Kazooie auf der Xbox 360. Geht auch sofort los, kleines Intro und dann startet der Kram. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Da machen wir den Game Sound an. Und da haben wir schon. Dann spielen wir mal ein neues Spiel. So, linker Stick, um ein Spiel auszuwählen. Drücke A, um das Spiel zu spielen. Oder den rechten Schalter, um es zu löschen. Was ist das? Ist das eine Mission oder? Na, spielen wir mal. Los geht's, kleines Intro. Okay, ich lese den Kram nochmal. Was soll ich sagen? Selbstverständlich, du Grünlein. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich hab hier den schönsten Kopf. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Toddy ist so süß und klein, sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel, ich mach aus dir ein Sessel. Toddy ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Dem Biest werde ich es zeigen. Die kleine Süße. Oh, ich bin so ein Engel. Schaut mich an, ich bin so knuffig. Ach, hey, so die Maulwürfel grüßen mich. Hallo, Toddy. Was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns in Abenteuer. Boah, ich kann schlecht Trauen nachmachen. Aber egal. Da müsst ihr durch. Wache endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Aus Tod mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Okay. Ist das dein Bruder? Oh, den Herr Maulwurf. Dort oben am Himmel? Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch, alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze. Ich mache aus dir eine Haxe? Keine Ahnung. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Banjo, wach endlich auf! Aufwachen! Was? Was? Was ist denn los? Draußen gibt's Ärger! Okay, da sind wir ja schon. Doing. Einfacher Sprung. Kamera lässt sich nicht drehen. Können wir irgendwas kaputt machen? Nein. Okay. Dann hinaus in die weite Welt.
Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist mein Freund und das ist meine Freundin Katsui. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester, Toddy? Die miese Hexe Grudilda starrt vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Toddy. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Training annehmen. Bottles, wir können deine Hilfe gebrauchen. Was ist zu tun? Erforsche dieses Gebiet und halte Ausschau nach Maulwurfshügeln. Stelle dich neben sie und drücke X, um mich zu rufen. Bis bald. Okay. Da haben wir doch. Finde noch einen Maulwurfshügel und drücke X. Ich spreche dich dort. Na gut. Oh, jetzt können wir die Kamera drehen. Hallo Bottles. Hallo nochmal. Fangen wir mit der Kamerasteuerung an. Die Kamera wird mit dem rechten Stick kontrolliert. Das nervt. Sind wir hier in der Schule? Versuch mal das hier, Schnabel. Drücke den rechten oder linken Bumper, um die Kamera hinter Banjo zu bewegen. War das schon alles, Würmerfreund? Nein, halte den rechten oder linken Bumper, damit die Kamera hinter deinem gefiederten Hintern bleibt. Versuch es. Wir sehen uns am nächsten Hügel, Maulwurfshügel. Okay, das ist die Kamera. Das war das. Okay. Alles klar. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Ha! Was wissen blinde Maulwürfe über das Springen? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drückt ihr A. Haltet ihr A gedrückt, springt Banjo noch höher. Na, Federpi, zeig mal, was du kannst. Warum ich? Ich sehe dabei sicher total bescheuert aus. Springt und drückt A in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Wir wissen jetzt alles, es kann losgehen. Nicht, bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Wie eine lächerliche Brille aufsetzen und blöde aus einem Erdloch herausgrinsen? Ich höre nicht zu. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt und drücke A, um den mächtigen Flap-Flip-Sprung auszulösen. Welchen denn? Und den. Das waren alle Sprünge. Üb fleißig weiter. Wir haben den Crab. Gestatten Honigwabe. Sammelt 6 von uns. Leckeren Honigwaben ein. Um die Energieleiste zu erweitern. Okay. Was haben wir denn hier? Gegner. Lernen wir mal das Kämpfen, wa? Zum Ausführen der Pickparade brauchen wir Hilfe des wackeligen Hühnerbeines. Immerhin habe ich Beine, mein kurzer Freund.
Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt und drücke X für einen kraftvollen Schnabelangriff. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt und drücke dann X. Ja. Ein mächtiger Schnabelangriff. Siehst du, Banjo, sie ist doch etwas zu gebrauchen. Und wieder eine Wabe. Dankeschön. So, hier ist bestimmt auch noch was. Weil da vorne... Oh. Wie kann ich tauchen? Okay. Muss ich noch lernen. Alles klar, dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht können wir das da lernen. Da, da ist auch noch was. Hey Banjo, ich hoffe du bist schwindelfrei. Ich auf alle Fälle. Los, erzähl endlich vom Fliegenwurzelfresser. Noch nicht, Banjo. Spring auf einen Baum und verwende dann den linken Stick, um hoch oder herunter zu klettern. Denk dran, man kann nicht nur auf Bäume klettern, Banjo. Okay. Wo ist das mit dem Tauchen? Da. Hey, was habt ihr vor? Die Hexe vermöbeln und Tony retten. Ihr habt noch nicht einmal eine Moves drauf. Die Hexe wird euch den Hintern versohlen. Das sollen sie probieren, die alte Schachtel. Ich repariere die Brücke erst, wenn ihr fit seid. Also Katsui, lass uns für den Hügel suchen. Auf geht's. So. Lust auf eine kleine Unterwassertour? Lass mal, ich gehe wieder nach Hause. Banjo, du Weichei, ich will schwimmen, spuck es aus, Maulfunke. Verwende den linken Stick, um dann an der Oberfläche zu schwimmen. Drücke X, um zu tauchen und unter Wasser zu schwimmen. Na los, versuche es. Ah, jetzt geht's. Wenn Banjo unter Wasser ist, kann er treten. Wenn du A drückst. Das geflügelte Wunder. Da, erstmal wollen wir... Na, sammeln das Ding ein. Bist du deppert? So. Die dritte Wabe. So. Das war das. Da hinten ist auch noch ein Honigding. Und da hinten ist auch noch was. Na, da komme ich jetzt so nicht hin. Schade, schade. Versuchen wir aber noch einmal.
darüber zu kommen. Oh, da ist noch was. Jo, da haben wir die nächste. Ich versuche da einmal noch hinter diesem Wasserfall zu springen. Vielleicht. Nein, nicht Depp. Ja. Nochmal. So, jetzt laufen wir da hoch. So. Nein, ich hab mich verdrückt. Zu früh gejumpt. Ich bin voll der miese Jumper in dem Sinne. Was sowas angeht, Plattform springen, oh, da verliere ich auch die Geduld. Da gibt's auch so derbe Spiele, die einem so den letzten Nerv kosten. Aber egal. So. Ne, das Wasser drückt mich runter. Und später. Dann suchen wir nochmal einen Maulwurfshügel. Irgendwo ist da bestimmt noch einer. So, das war der mit dem Baum. Den hatten wir. Das hatten wir. Da haben wir eigentlich alle, oder? Ne, da oben müssen noch, oder? Vom Zaun da oben kommt. Ne, da oben ist auch noch einer. Wir sind ja von da unten gekommen. Schauen wir mal, was er noch von uns will. Blablabla. Banjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bereit? Oh, das klingt interessant. Drücke einfach X, wenn du stillstehst oder dich langsam bewegst. Oh, mal cool, woran kann ich das ausprobieren? Wie wäre es mit dem frechen Vogel? Kommt nur her, du kleine Blindschleiche. War ja nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Ne Moorrübe. Da kommt Tropper. Mit Einschlag. Wow. Netter Versuch. Auf ein neues. Hey, was mit mir? Jetzt zeige ich dir die gefürchtete Bärenrolle. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt, sofort. Roll dich, indem du X drückst. Ich versuche, Brawl zu finden, damit du mit ihm üben kannst. Volltreffer, einer geht noch. Komm. Hallo, mir ist schlecht. Jetzt zeige ich dem Quietscheentchen einen Trick. Hoffentlich ist es ein guter Trick. Blindfuchs. Teste den Ratatatrap, indem du springst in der Luft, X drückst. Wo's kobbelst. Heute. Ah. Nicht schlecht, Entchen. Das fängt an Spaß zu machen. Na? Okay, es ist soweit. Auf den Spiral Mountain erzähle ich euch, wie es weitergeht. Aber es. Doch, ich hab alle. Yeah, Lebensleiste erweitert. I am a genie. Ey. Oh. Aha.
Eine leckere Honigwabe und lecker voll Energie. Ach so, damit lade ich Energie auf. Ich dachte, ich krieg noch welche dazu. Das wäre zu einfach gewesen. Aber egal. Egal, egal. Jetzt gehen wir hin und holen uns die Hexe. Lauf, 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 lauf. So. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt zeigt der Hexe, wo der Hammer hängt. Na klar, wo geht's lang, Maulwurfchen? Die Brücke habe ich repariert. Der Weg zu Grundildas Reich ist frei. Danke, Bottles. Wir sehen uns im Reich des Bösen. Viel Glück! Dim, 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 dim. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tolly alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe, oder mein Bruder wird in den Hintern treten. Sollte er sich zu mir wagen, werde ich ihn in die Flucht schlagen. Los, nun, Klugo, drücke den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. So sei es, Herrin. Alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht's los. Banjo, Hilfe! Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel hau ich aus dem Kleid. Okay. So, wir schauen mal, welchen Weg wir einschlagen. Ein Puzzleteil. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. Bim, bim. Ein Puzzleteil. So, passt du hier rein? Na. Gehen wir mal hier gucken. Was haben wir hier rechts? Da haben wir ein Puzzle. Ihr habt ein Puzzlebild entdeckt. Sie stellt euch auf das Puzzlepodium und ich erkläre euch, was zu tun ist. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool. Klasse. Drücke A, um die Puzzleteile in die Lücken einzufügen. Drücke B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Geschafft! Das Bild ist vollständig. Und die Tür zu Mumbus Mountain geöffnet. Okay. Das war zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Gucken wir mal, was da oben noch ist. Bevor ich da ins Reich reingehe. Okay, da kann ich nichts machen. Alles klar. Dann müssen wir da lang. Mumbus Mountain. Okay, da sind wir. Tag, drei Neumus könnt ihr in dieser Welt finden. Haltet Ausschau nach meinen Hügeln. Okay. Erstmal machen wir den da weg. Was mit dir? Okay, ihr wird eingesperrt. Und
uns alle befreit, gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil. Bisschen rutschig, nicht wahr? Finde mich, damit ich euch zeigen kann, wie ihr da hinaufkommt. Okay. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Energie haben wir satt. Oh, da ist noch was. Jetzt haben wir zwei von diesen Schreihälsern. Da gucken wir gleich hoch. Dann gucken wir mal, was wir da haben von uns. Ah, ich hab ein Stierlicht. Okay, kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Was ist das? Okay, da gibt's gleich jede Menge. Dann wollen wir mal das... Oh ne, ich muss Maulzwiegel finden, ne? Wie war das? Damit ich da hoch kann? Das schauen wir mal. Der ist bestimmt oben. Hoffe ich mal. Wenn nicht, sehe ich... Oh, hier, guck mal. Okay, Spinnenalarm. Da gehen wir, kommen wir da hoch? Hoffen wir mal, oder? Ja, gerade noch. Du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst zu sammeln. Aber wir sammeln die erstmal, bevor wir jetzt den Maulzwiegel uns holen. Da ist ein Puzzleteil. Haha, in jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zu Grotilda. Bam bam und dein Puzzleteil. Get Jiggy! Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zurück in Startpalette und stellt euch bla bla. Unwichtig. Ich nenne das die Schnabelbombe. Springe in die Luft und drücke dann den rechten oder linken Schalter, Katsui hart auf den Boden aufschlagen zu lassen. Okay. Schluck das Gehirn. Gewöhne dich lieber daran, Nesthäkchen. Diese Moves werdet ihr auch brauchen. Ah. Aha. Und schon wieder was gelernt. Zwei Schädel haben wir. Eier. Wir sind Eierkatzel. Kann lernen und als Munition zu verwenden. Aber die 30 Minuten sind auch schon rum, so leid es mir tut. Oder zum Glück, wie man es auch nennen kann.
Für euch jedenfalls. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und falls ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ja, Glocke an, Kommentar immer, das ist wichtig. Aber ob es euch gefallen hat oder nicht, das ist mir egal. Auf jeden Fall schreibt es rein, damit ich weiß, was ich mal verbessern kann. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bye bye und Dankeschön.